Es gibt im Koran, das ist auch eine interessante Sache, keine einzige Stelle, wo eine Entlohnung ohne jegliche Maßstäbe versprochen wird. Allah sagt hier, bi ghayri hisab. Es gibt keine Gleichung, den entsprechend die Belohnung oder Entlohnung der Geduld verrechnet wird. Normalerweise heißt es ja, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f. Die Hasana wird entlohnt durch die Verzehnfachung oder Vervielfachung bis zu 700 Mal. Das ist der Hisab. Das ist eine gewisse Abrechnung. Bei dem Sabr sagt Allah Ta'ala dies nicht. Er sagt, innama yusabiruna ajrahum bi ghayri hisab. Ohne irgendwelche Maßstäbe. Das heißt, er sagt sozusagen, dieser Ausdruck soll sozusagen vermitteln und suggerieren, aufgrund der immensen Größe und der Vielfalt ist das gar nicht ausdrückbar. Rechnerisch nicht ausdrückbar. Und das wird in keinem anderen Zusammenhang und Kontext erwähnt, außer in der Geduld. Im Hadith kommt vor, dass der Prophet zum Beispiel das über das Fasten sagte. Aber das Fasten ist eine Form der Geduld. Das Fasten, aber man kann das natürlich über jede Ibadah sagen, aber in dem Fasten zeigt sich das ganz besonders nochmal. Das Fasten ist nämlich keine aktive Tat. Richtig? Also ich meine mit aktive Tat, dass du etwas tatsächlich aktiv machst. Das Fasten ist ja nur pures Enthalten. Naja.